Stecker von der GoPro gekauft und habe jetzt das Video direkt an der GoPro angeschlossen. Ja, bin ja gespannt, ob ich jetzt einen gescheiten Ton habe. Hilfe! Ja, dann testen wir heute mal. Vor allem habe ich ja jetzt außer Kusten den Thunder drunter anstatt den Leo. Der hört sich anders an. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie die Soundqualität an dem Helm ist. Oh Gott! Ja, sprechen Helm kann ich nicht. Direkt einen trockenen Hals. Das ist auch angenehm frisches Wetter. Rechts oder links? Naja, überall Autos. Bis der kaputt war, hat der locker immer 125 km/h angezeigt und dann war der Tacho immer kaputt und dann hatte ich auch das Gefühl, dass meine KFX immer langsamer wird. Da haben wir Vergaser neu eingestellt, aber irgendwie obenrum fehlt immer noch ein bisschen Leistung. Mit dem neuen Tacho jetzt, keine Ahnung, bin ich froh, wenn ich die 105 km/h erreiche. Das ist ein bisschen bitter. Und der Kollege hat sich jetzt ein Ultraschallbad geholt und da wollen wir jetzt bald mal den Vergaser reinkloppen, den danach nochmal neu einstellen und synchronisieren und mal gucken, ob ich da wieder auf die 125 km/h komme, die ich früher immer gefahren bin oder ob es tatsächlich nur im Tacho liegt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die irgendwie langsamer ist als früher. Kann mich natürlich auch irren, aber naja. Vermisst. Lange keine richtige Tour mehr mit der KFX gefahren. In letzter Zeit auch mit der KVF unterwegs gewesen, fast nur Offroad gefahren. Dann hat die KFX auch irgendwann noch ein Problem mit der Batterie gehabt. Die stand 3 Wochen und die Batterie war tot. Ich muss jetzt noch mal messen, ob die Batterie vielleicht wieder im Weg hat. Da ist wieder, ich glaube die KFX-Batterie ist immer noch die erste, seitdem ich die habe. Aber, Vogel! Nein, wie ist das Deutsche los hier? Aber trotzdem muss ich natürlich mal... Irgendwann ist jede Batterie auf. Mit dem Gaul rumhampelt, kann man auch mal ein bisschen leiser fahren. Gas geben können wir da hinten wieder. Ist ja auch hier eigentlich keine Strecke. Die Motorradfahrer ist das hier zuckelig. Autofahrer sind zu breit. Die haben keinen Bock immer, wenn Gegenverkehr kommt. Aber fürs Quad ist das ja eine richtig schöne Straße zum Ballern. Aber heute sind viele Radfahrer unterwegs, trotz der Kälte. Fährt Apple. So, da kommt nichts, da kommt nichts. Hier auch eine schöne Driftkurve. Der Teer ist da schön glatt gefahren durch die ganzen LKWs und Trecker, die da immer durch die Kurve fahren.
Ja, hier eigentlich auch, aber hier wohnen wieder Leute. Da fährt man natürlich da ein bisschen entspannter. Man muss ja nicht provozieren. Ich will ja schließlich auch noch in Zukunft entspannt langfahren können. GPS einstellen, mein Handy. Ja. Oh, da sind wieder Pferdeäppel. Was ist denn hier heute los? Ah, zielen, zielen. Oh, Glück gehabt. Passte. Ohne Spurblatt wäre das jetzt mies geworden. Der hat nicht mal ein Kennzeichen. Ich glaube, der darf hier gar nicht fahren. Der hat gar keine Zulassung. Was ist mit dem los? Oder denen ist das Kennzeichen abgefallen. Das kann natürlich auch sein. Eine von den Kennzeichenbeleuchtungen ist auf jeden Fall auch kaputt. Komm, lass mich mal vorbei. Sei so geil, da ist eine Einfahrt. Komm, lass mich vorbei, lass mich vorbei. Jo, heißt danke. Erstmal bedanken. Das ist immer wichtig, wenn die Leute schon Platz machen. Ja, mach doch enger! Bodenwelt sieht ja aber schlimmer als letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich hier glaube ich noch nicht lang gefahren. Einmal mit dem Auto auf dem Rückweg von der Arbeit. Da stand da jetzt schon überall, dass hier jetzt gleich 50 kommt wegen Straßenschäden. Dachte ich da schon, die wollen mich verarschen. Hier wieder Straßenschäden. Aber ich weiß nicht, was die gemacht haben. Aber die Straße, die haben die im Verlauf des letzten Jahres aber eigentlich also deutlich gefickt. Weil das ist hier schon da unentspannter als damals. So, dann mache ich jetzt mal eben ein Päuschen, gucken, ob die Tonaufnahmen was geworden sind. Und wenn ja, fahre ich dann zurück und nehme dann das auf, was wahrscheinlich hier vorkam, wo ich so ein bisschen erzähle über